Hi zusammen, herzlich willkommen zu meinem Army Magic Ausbeutevideo. Ihr seht schon das hier, da sind meine ganzen Sachen drin, die ich über die 3 Tage Army Magic erbeuten konnte. Ja, allen voran diese Tasche von Ema, die gab es schon auf der Konichi letztes Jahr und irgendwie habe ich es verpeilt, mir eine mitzunehmen. Dieses Mal habe ich es gemacht, die Stofftaschen konnte man für 1 Euro kaufen, die waren echt cool und praktisch und ja, die war sozusagen einer meiner ersten Einkäufe. Wir widmen uns aber jetzt gleich dem Inhalt. Vorher werde ich allerdings noch ein kleines Konfazit geben. Ich werde für die Zeit, in der ich über das Fazit spreche, hier oben irgendwo Fazit einblenden und wenn das verschwindet, dann werde ich anfangen, meine Ausbeute zu zeigen. Das heißt, wenn euch mein Fazit nicht interessiert, sondern nur was ich gekauft habe, dann könnt ihr ja, das Ganze skippen. Ansonsten komme ich jetzt erstmal zu meinem Konfazit. Das hier ist das Programmheft von der Animagic 2017, die ja dieses Jahr in Mannheim stattgefunden hat, was auch der ausschlaggebende Grund dafür war, dass ich ja, wieder nach ganz langer Zeit zu Animagic gefahren bin. Ich war vor sehr vielen Jahren, als die Animagic noch in Koblenz war, zweimal, glaube ich. Ja, ich glaube zweimal auf der Animagic. Als sie in Bonn war, war ich kein einziges Mal dort. Und jetzt, wo sie in Mannheim war, konnte ich mir das nicht entgehen lassen, diese Chance. Ich muss sagen, es war für mich das erste Mal seit ganz langer Zeit, dass ich 3 Tage hintereinander auf eine Convention gefahren bin. Deswegen war es doch ziemlich anstrengend, muss ich gestehen. Ich weiß, dass die Schlangen bei der Animagic in Bonn immer recht heftig waren, was die Bändchenausgabe anging und auch was ja, die Wartezeit beim Einlass anging. Das war bei uns kein Problem. Wir sind, ich weiß gar nicht, freitags sind wir so eine halbe Stunde, Stunde vor Einlass gekommen, haben innerhalb von 10 Sekunden unsere Bändchen gehabt, die übrigens so aussehen. Also die 3-Tages-Bändchen waren gelb. Es gab auch noch irgendwie grüne, blaue, pinke und ganz verschiedene. Ja, auf jeden Fall, unsere Bändchen hatten wir relativ schnell. Wir kamen auch relativ schnell rein. Was wir vorher nicht wussten, war, dass man keine Getränke und kein Essen mitnehmen durfte. Das fand ich ein bisschen dämlich, weil eine Convention mitten im Sommer und überall heißt es, nehmt immer genug zu trinken mit, nehmt immer genug zu essen mit, passt auf, dass ihr nicht zu lange in der Sonne bleibt, bla bla bla. Und dann durfte man eben weder Essen noch Trinken mit reinnehmen. Ein Glück war die Security manchmal sehr kulant und wir durften leere Flaschen mit reinnehmen, dass wir sie drinnen bei den Toiletten am Wasserhahn auffüllen konnten und unser Essen durften wir auch netterweise behalten, was ich wirklich sehr freundlich fand, weil die Essens- und Getränkepreise im Animagic-Gebäude wirklich viel zu hoch waren. Dort hat man für eine kleine Cola irgendwie 4 Euro bezahlt. Das war wirklich Wucher. Und wenn man weiß, dass auf so eine Convention eben auch sehr, sehr viele junge Leute gehen, dann finde ich das auch irgendwie unverantwortlich, weil die Leute dann oft eben eher sich ihr Geld für Dinge aufsparen, die sie lange haben wollen, wie zum Beispiel Merchandise oder so, und dann eben nicht genug essen und trinken. Und in solchen Fällen, ja, hätte man das vielleicht ein bisschen mit mehr Alternativen ändern können? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall fand ich es ziemlich dämlich, dass man eben kein Essen und kein Trinken mit reinnehmen durfte. Und dass da auch so ein Theater gemacht wurde dabei. Und außerdem muss ich sagen, dass das Essen, was man vor Ort kaufen konnte, ziemlich schwer war. Also man konnte, keine Ahnung, Tortellini in Sahnesoße und sowas kaufen. Vielleicht klingt das jetzt ein bisschen picky, aber ich kann sowas nicht essen, wenn ich auf einer Convention bin. Da ist mein Magen generell nicht so stark, dass ich so schwere Sachen essen kann. Deswegen würde ich da eher auch nach, ich sag mal,
trockenen Alternativen suchen. Sprich, irgendwie was, was man aus der Hand essen kann. Nicht so schwere Gerichte, die dann einem so schwer im Magen liegen, dass es einem schlecht wird. Also, ich weiß nicht, ob man versteht, was ich meine, aber ich habe bei Conventions oft das Problem, dass mir Essen sehr schwer im Magen liegt. Gerade wenn man den ganzen Tag unterwegs ist und so, brauche ich eigentlich eher was, was ich so zwischendurch aus der Hand essen kann. Oder irgendwie, keine Ahnung, eine Brezel, Laugenbrötchen oder sowas. Und nicht Nudeln in Sahnesoße. Also, das kriege ich da einfach nicht runter. Und die Auswahl war da eben sehr, wie soll ich sagen, die ging halt eher in eine Richtung. Und die Preise, wie gesagt, die waren auch entsprechend hoch, was ich persönlich jetzt nicht so schlau fand für eine Veranstaltung, die auch viele jüngere Zuschauer anspricht. Aber wie gesagt, unsere Security, bei der wir waren, war zum Glück relativ kulant. Wir durften leere Flaschen mit reinnehmen, um sie aufzufüllen. Da gab es keine Probleme mit. Und wir durften auch unser Essen mitnehmen, was ich sehr, sehr freundlich fand. Weil ganz ehrlich, das Essen, was es vor Ort gab, das hätte ich einfach nicht essen können. Das hätte ich nicht runterbekommen. Zur Animagic selber, so programmtechnisch, fand ich es ziemlich cool. Es gab wieder mehrere Ehrengäste. Wir können auch mal hier so ein bisschen reinblättern. Hier, es gab Ehrengäste, die signiert haben. Ja, Tokyopop hatte zum Beispiel Lin Okamoto, den Zeichner von Elfenlied, dabei. Und Carlsen hatte Jay, den Zeichner oder die Zeichnerin von Sherlock, dabei. Es waren auch einige Leute aus dem Anime-Bereich vor Ort, die signiert haben. Hier war eine J-Pop-Sängerin vor Ort, die auch Konzerte gegeben hat. Die Band Garnidelia und die Band 2 waren vor Ort. Die habe ich mir auch beide angeschaut. Die waren wirklich sehr gut, muss man sagen. Garnidelia habe ich Sonntagnachmittag gesehen. 2 habe ich am Freitagabend gesehen. Die waren beide wirklich klasse, muss man sagen. Die haben auch mehrmals Signierstunden gegeben, zu denen ich aber leider es nicht geschafft habe. Dann waren noch mehr Musikkünstler vor Ort, True und DJ Kazu. Es gab auch Klassikkonzerte mit einer Violinistin, wenn ich das richtig weiß. Ja, es waren auch deutsche Synchronsprecher da und es waren auch deutsche Zeichner vor Ort. Nana Ya war da, die Zeichnerin von Sternensammler. Jin und Banzabo waren auch da. Die hatten auch einen Stand unten in der Künstlerabteilung. Carlsen hatte auch Melanie Schober und Camineo dabei. Und Pyramont hatte Mikiko Poncek und Greyhan dabei. Ja, es gab wirklich viel geboten, was Programm anging. Man konnte sich Konzerte, Panels, Q&As, Signierstunden, Showgruppen, alles Mögliche geben. Amateras Taiko, da habe ich auch ein bisschen was gefilmt. Die haben wir uns auch angeschaut. Die waren wirklich sehr, sehr cool, muss ich sagen. Ja, gab wirklich viel zu entdecken. Programmtechnisch. Es gab viel Unterschiedliches, was ich sehr, sehr cool fand. Workshops weiß ich jetzt gar nicht, was es da so gab. Es gab auf jeden Fall Zeichenworkshops. Ich fand die Lagepläne ein bisschen unübersichtlich, muss ich persönlich sagen. Ich konnte mich damit nicht so gut zurechtfinden, aber nachdem man so zweimal durch das Ganze gelaufen war, wusste man dann trotzdem, wo alles ist. Wir haben irgendwann ab Samstagabend auch nur noch den Aufzug benutzt, wenn es ging, weil ich so Knieschmerzen von diesen ganzen Treppen hatte und so glücklich war, dass es dort Aufzüge gab, dass ich einfach, wenn es nicht sein musste, keine Treppe mehr gelaufen bin. So faul das auch klingt. Es gab einen Bring-and-By. Was ich nicht so cool fand, war, dass der mit den Künstlerständen direkt zusammen war. Also man kann sich das so vorstellen, dass der Bring-and-By quasi in der Mitte war, so, und außenrum gingen dann die Künstlerstände. Es war ein bisschen
blöd, weil der Gang zwischen Künstlerstand und Bring and Buy einfach nicht breit genug war, dass, wenn der Bring and Buy viel Andrang hatte, die Künstler noch genug Platz haben, dass auch Kunden zu denen kommen können. Es war ein riesiges Gequetsche manchmal und ja, das war eher unschön, aber beim Bring and Buy haben wir auch nette Sachen gefunden. Ehrlich gesagt hätte ich allerdings gedacht, dass beim Bring and Buy deutlich mehr Ware wäre. Schon ab Samstag Nachmittag sah es irgendwie seltsam geplündert aus. Ich weiß nicht, ob einfach dieses Jahr so wenig Leute was abgegeben haben oder die irgendwie das nicht richtig aufgefüllt haben. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sah es sehr, sehr dünn irgendwann aus. Aber dafür kann die Animagic natürlich nichts. Die Hallen fand ich auch sehr gut. Den Mozartsaal und den Musensaal fand ich sehr gut aufgebaut, so dass man immer, je nachdem, egal wo man saß, gut noch sehen konnte. Die Akustik war auch gut. Maid Café haben wir uns nicht angeguckt, weil das wieder von Maid no Kisetsu war und das sind ja die von der Hanami und ehrlich gesagt, nach der Pleite letztes Jahr war ich da nicht so scharf drauf. Ja, wir haben auch ganz viel Gratiszeug mitgenommen. Also zum Beispiel Peppermint hatte wieder ganz, 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 ganz viel Postkarten und sowas. Haben wir einen Haufen mitgenommen, aber die zeige ich jetzt nicht alle, weil wäre ja sehr, sehr lang. Ninotaku war auch da. Der hatte oben einen Stand und hat dort die ganze Zeit signiert und Fotos gemacht. Und ja, man konnte sich ein Autogramm holen, wenn man wollte. Ich glaube, er hatte auch ein Q&A, aber das haben wir nicht mitgekriegt, weil wir da, glaube ich, gerade bei einer Signierstunde oder sowas waren, im Zweifelsfall. Ja, Sailor Moon German waren auch vertreten. Wie man sieht, es gab viel Ehrengäste, Programm, verschiedene Arten von Programmen, das heißt von Rock bis Pop, Klassik, Taiko-Trommler, schauspielerische Sachen, also so Showgruppen und so. Es war echt viel da. Da muss man echt sagen, war die Animagic sehr, sehr gut bestückt. Ich fand, dass die Signierstunden teilweise ein bisschen arg eng zusammenlagen. Das heißt, gerade bei Tokyo Pop war es dann echt so, dass man sich manchmal, wie soll ich sagen, direkt wieder hinten dran anstellen musste, wenn man die nächste Signierstunde mitnehmen wollte. Das fand ich ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, für den Besucher jetzt nicht so praktisch, weil ich dann halt teilweise 3 Stunden am Stück nur in irgendwelchen Schlangen stand und den Rest vom Tag einfach gar nichts mehr irgendwie auf meinem Plan hatte. Ja, aber ansonsten fand ich die Animagic sehr, sehr cool. Hat mir sehr gut gefallen. Ich hatte auch keine Probleme mit irgendwelchen Orgas oder sowas. Hatte ich bei der Konichi ja schon mal angesprochen, dass die Helfer teilweise sehr ruppig, sehr unhöflich vor allen Dingen waren und ja, einen da echt ein bisschen assi behandelt haben. Das fand ich auf der Animagic gar nicht. Die waren eigentlich relativ freundlich, haben sich mit einem unterhalten, Fragen beantwortet. Selbst wenn sie mal keine Antwort hatten, konnte man, haben sie halt normal mit einem gesprochen und einen nicht angepflaumt. Das fand ich sehr praktisch und schön. Ja, ob ich nochmal zur Animagic gehen würde, auf jeden Fall. Wenn sie in Mannheim nochmal ist, dann zu 100.000%. Wenn sie woanders ist, kommt es halt natürlich darauf an, wie es für mich geldmäßig passt. Aber so an sich fand ich es ziemlich cool, hat mir sehr gut gefallen. Achso, und Leute habe ich natürlich auch getroffen. Ich habe mich gleich am ersten Tag mit der lieben Undertaker getroffen. Ich habe in der Schlange eine Userin von Instagram, Mashiro China, getroffen, die eben auch gerade für das, ich glaube, für das Shikishi von Nanaya anstand. Ja, auf jeden Fall habe ich dort ein paar sehr nette Menschen getroffen, teilweise auch zufällig. Ich habe eine Freundin getroffen, die ich schon seit ein paar Jahren nicht mehr gesehen habe. Sehr cool und ich habe mich sehr gefreut, dort auch ein paar bekannten Gesichtern über den Weg zu rennen.
an den beiden Wochenendtagen, also Samstag und Sonntag, habe ich auch mein Kenmar-Cosplay getragen. Da kann ich hier auch noch mal ein Bild einfügen. Ja, am Freitag war es mir ehrlich gesagt zu nervig. Ich wollte dann nicht 3 Tage dasselbe Cosplay tragen, erstens. Und zweitens wollte ich am ersten Tag so ein bisschen entspannt sein. Ja, ansonsten kommen wir jetzt endlich zur Ausbeute. Ja, ich habe ein bisschen geshoppt. Ein ganz kleines bisschen. Aber das werdet ihr Wie jetzt gleich schon sehen. eben erwähnt, war eins der ersten Dinge, die ich gekauft habe, diese Tasche am Egmont-Stand. Und zwar Emma Loves You. Und hinten ist auch nochmal das Egmont-Logo drauf. Das ist so eine gelbe Stofftasche, die fand ich sehr cool. Die werde ich jetzt auch ja, häufiger benutzen, denke ich. Und die war sehr, sehr praktisch, um Einkäufe zu transportieren. Dann habe ich die Sachen so ein bisschen gegliedert, in wo ich sie gekauft habe. Wir fangen an mit dem Bring and Buy. Und zwar habe ich mir dort etwas gekauft, was ich schon, ja, bestimmt seit 10 Jahren haben möchte. Und zwar ist es dieses gute Stück. Miyuki-chan in Wonderland. Und zwar von Clamp. Das ist so eine größere Edition. Gab es für 7 Euro. Es gab eine sehr weirde Situation dazu. Ich hatte das in der Hand und war schon eigentlich entschieden, es mir zu kaufen, weil ich den Manga eben schon länger haben wollte. Und dann tauchte plötzlich neben mir, wie aus dem Nichts, eine Frau auf, die meinte, dafür musst du aber Yuri mögen. Und ich war ein bisschen verwirrt und meinte so, ja, das ist kein Problem. Und dann meint sie, ja, weil die haben da alle ihre Geschlechter getauscht und die wollen alle Alice ans Höschen. Also dafür musst du Girls Love mögen. Und ich denke mir so, okay, ja, okay. Ich war so ein bisschen überfordert. Ja, es war ja ganz nett, dass sie mich aufklären wollte, aber ja, egal. Auf jeden Fall habe ich mir das hier gekauft für 7 Euro beim Bring and Buy und war sehr, sehr happy damit. Ich habe es jetzt noch nicht aufgemacht. Es ist in Frischhaltefolie eingeschlagen. Aber das ist mir immer lieber, als wenn man den Aufkleber einfach vorne aufs Cover klebt, weil das haben leider auch viele gemacht und das beschädigt den Manga in 99% der Fälle, was ich sehr schade finde. Auch vom Bring and Buy, was ich mir gekauft habe, ist dieses gute Stück hier. Und zwar ist der noch relativ aktuell, wenn ich recht weiß. Voice or Noise. Ich hatte so ein bisschen mit mir gehadert, ob ich den haben möchte, als er rauskam. Allerdings war der jetzt hier für 3 Euro angeboten. Und dann habe ich mir gedacht, ja, für 3 Euro kannst du eigentlich nicht so viel falsch machen. Da ist auch noch ein Poster mit drin. Hier, das klappe ich jetzt nicht extra auf. Ich habe ihn noch nicht gelesen. Ich bin mal gespannt, wie der so sein wird. Das ist so ein bisschen Dr. Dolittle auf Boys Love. Also einer von denen kann irgendwie mit Tieren kommunizieren und dann stellt der andere fest, dass er es irgendwie auch kann und möchte bei ihm in die Lehre gehen. Keine Ahnung. Also so ganz genau weiß ich es noch nicht, aber bin auf jeden Fall gespannt. So, und was ich mir noch Schönes beim Bring and Buy gekauft habe, ist ein wenig Futter für meine Eaterbag. Und zwar dieses kleine Schätzchen hier. Ein kleiner Murasaki-Butter. Und ja, der hat 4 Euro gekostet. Den musste ich natürlich gleich für meine Murasaki-Butter Itabag ergaunern. Und der ist sehr, sehr süß. Fand ich sehr cool. Das war es auch mit Bring and Buy, was ich mir selber gekauft habe. Der hier stammt zwar auch vom Bring and Buy, ist aber quasi ein Gewinn, könnte man sagen. Denn meine Freundin, meine Con-Begleitung, hat sich den aus Versehen doppelt gekauft. Sie hat ihn einmal freitags und nee, einmal samstags und einmal sonntags gekauft und ich habe gesagt, ich wette, den hast du schon. Ich wette, du hast den jetzt doppelt. Und sie hat gesagt, okay, wenn ich ihn doppelt habe, dann kannst du den haben. Und ja, sie hatte ihn doppelt. Deswegen ist das jetzt meiner. Und da ich die Reihe sowieso haben wollte, trifft sich das ganz Dann gut. haben wir freitags, als wir gerade reinkamen, direkt Tombola gespielt, beziehungsweise bei der Tombola mitgemacht. Für 2 Euro konnte man an einem Rad drehen und ja, da haben wir coole Preise gewonnen. Und zwar einmal konnte ich diesen hier ergattern, Devils and Realist Band 2.
Auch eine Reihe, die ich unbedingt anfangen wollte, es bisher immer noch nicht gemacht habe. Und jetzt habe ich einen Band davon und bin gewillt, mir auch schleunigst den ersten Band zu kaufen. Yay! Was ich auch noch bei der Tombola gewonnen habe, ist das hier. Es mag jetzt vielleicht nicht ganz so spektakulär aussehen. Das ist ein Best-of von Mr. Children. Und Mr. Children ist eine japanische Band, die ich sehr cool finde. Und deswegen hat das sehr gut gepasst. Und ich bin sehr interessiert, wie die CD so sein Dann wird. kommen wir als nächstes zu den Sachen, die ich im Händlerraum erstanden habe, also in den normalen Händlerräumen. Einmal hat mir meine Freundin diesen kleinen süßen Anhänger von Otter gekauft, den ich total süß und niedlich finde. Ja, ich fand den echt putzig und ich bin mal gespannt, was für eine schöne Stelle ich für den finde. Ja, irgendwo muss ich den aufhängen, wo ich ihn immer gut sehen kann, weil der echt putzig Dann habe ist. ich mir im Händlerraum nicht so viel weiteres gekauft. Also ich habe keine Neuware an Manga oder so gekauft, weil ja, wer mich kennt, weiß, dass ich sowas auf Conventions eigentlich in 99% der Fälle nicht kaufe. Außer ich sehe einen, den ich bei uns im Laden sonst nicht mehr kriegen würde, weil er irgendwie vergriffen ist oder so. Aber normalerweise spare ich mir Neuheiten und sowas für später auf, weil ich mir immer denke, ich will mir lieber was kaufen. Dass ich ja sonst normalerweise nicht so im Laden kaufen könnte. Ja, deswegen habe ich mir an einem Stand ein bisschen Haikyuu-Merch gekauft. Einmal dieser super coole Button, der sein Motiv ändert, so ein Wackelbild. Der hat leider drauf so einen blöden Kratzer. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht. An dem einen Auge ist auf jeden Fall ein. Ja, so ein Kratzer, das nervt mich so ein bisschen. Hätte ich das früher gesehen, hätte ich das, ja, hätte ich einen anderen genommen. Aber kann man nichts machen. Auf jeden Fall wandert der an meine Haikyuu Eaterbag, für die ich noch eine Base brauche. Aber ich sammle schon fleißig Sachen dafür. Der ist sehr, sehr putzig. Den musste ich unbedingt Und haben. weil Haikyuu große Liebe und so, habe ich mir auch noch das hier gekauft. Das ist eigentlich ein Passcase. Und zwar macht man da in Japan seine Fahrkarte rein. Das hier klippt man dann an seine Tasche. Und dann kann man, also da ist so ein Gewinde drin, sodass man das ziehen kann. Da geht dann so eine Schnur raus. Und dann kann man das einfach an diesen kleinen Scannern abscannen, sodass man eben nicht jedes Mal eine einzelne Fahrkarte kaufen muss. Das ist sehr, sehr praktisch. Hier relativ nutzlos. ja, auf jeden Fall ist das aber super süß gewesen und relativ groß. Also ich kann mal meine Hand daneben legen. Ist schon fast so groß wie meine Hand. Ja, da musste ich einmal den von Kuro mitnehmen. Sie hatten Kuro und Oikawa. Ich war dann aber Team Kuro und musste ihn mir gleich ergattern. Ja, der ist sehr, sehr cool. Das Passcase ist aus Acryl. Das werde ich auch irgendwie in meine Eaterbag dann rein verwursten. Keine Ahnung. Und sonntags war ich nochmal an diesem Stand und dachte, mich tritt ein Pferd. Denn freitags, als ich den Kuro gekauft habe, hatten sie die hier noch nicht. Und es hat mich super geärgert, als ich dann den da gesehen habe. Sie hatten auch noch Kageyama, was mich noch mehr gefuchst hat, denn hätten sie die Freitag schon gehabt, hätte ich mir Kenma und Kageyama gekauft und Kuro dagelassen. Ja, jetzt musste ich mich entscheiden, weil ich nicht mehr so viel Geld hatte, ob ich Kenma oder Kageyama nehme. Und wie man sieht, es ist Kenma geworden. Ich habe mich dann für Kenma entschieden, weil der einfach so putzig war. Und ja, habe dann gedacht, okay, dann kaufe ich Kuro halt einen kleinen Freund. Und habe jetzt zwei in Deutschland ziemlich nutzlose Passcases, aber es ist mir vollkommen egal, denn sie sind süß und ich werde schon einen Nutzen für die finden. Und wenn sie einfach nur schön aussehen, das reicht mir schon. Ja, das war's mit den normalen Händlern. Jetzt kommen wir zu den Künstlern. Dort habe ich definitiv das meiste Geld gelassen. Definitiv das meiste Geld.
Fangen wir aber einmal mit den Sachen an, die ich nicht selber bezahlen musste. Und zwar hat mir meine Freundin, süß wie sie war, das hier mitgebracht. Oh mein Gott, ist der nicht süß. Den hatte ich am ersten Tag gesehen und mich schockverliebt. Hab ihn dann aus irgendwelchen Gründen aus den Augen verloren und mich Freitag super geärgert, dass ich mir keinen noch geholt habe. Ja, und dann zieht sie den einfach aus ihrer Tasche und sagt, dass sie den für mich mitgenommen hat. Ihn hat sie auch nochmal für sich selber gekauft und den fand ich einfach so cool. Und der Charakter darauf erinnert mich einfach so mega an den Undertaker. Ja, total niedlich, der Block gefällt mir echt mega gut und ist genau mein Geschmack. Und zusätzlich hat sie mir noch einen Block geschenkt. Sie hat nämlich bei einer Künstlerin einen Block gekauft und dann einen losgezogen und einen Block gewonnen. Und ja, die Künstlerin hat ihr den Block dann nicht einfach umsonst oder so gegeben, sondern hat ihr halt einfach nochmal, weil sie nur ein Motiv hatte, denselben Block gegeben. Ja, und das ist so ein kleiner Steampunk-Block. Der Charakter darauf ist einfach super putzig. Ich bin eigentlich nicht so der riesen Steampunk-Fan, aber das Motiv ist einfach super niedlich. Deswegen, ja, sehr, sehr süß und ich habe mich sehr, sehr darüber gefreut. Dann habe ich ein bisschen geshoppt bei Miki Koponczek. Ja, noch mehr Blöcke. Einmal den hier und weil es so schön ist, noch seinen lieben Freund. Wie man sieht, ja, hier hat ein Blatt einen Knick abgekriegt, das ist aber nicht so tragisch. Auf jeden Fall passen die sehr, sehr cool zusammen, weil man die eben so aneinander legen kann und ja, ich finde das immer total cool, wenn es solche Spielereien im Merch gibt. Außerdem gab es einen kleinen Rabatt, wenn man beide gekauft hat und da ich beide toll finde, mussten es auch beide sein. Ja, ich habe bei ihr noch ganz viele Prints gekauft. Die Prints werde ich aber gleich zeigen, wenn ich auch die anderen Prints zeige. Ich bin da nämlich dezent eskaliert. Ja, habe so ein paar gekauft. Ja, und weil ihr wisst, dass ich Blöcke total mag und überhaupt ein kleines Fable für Stationery und sowas habe, sind es auch nicht nur diese paar Blöcke geworden. Ja, es sind schon vier, aber egal. Dann habe ich mir nämlich noch den hier geholt von Fiotin, die Zeichnerin von Zocker. Ja, musste ich mir holen. Als ich gesehen habe, dass sie einen Stand hat, war ich fast schon am Hyperventilieren, denn ich wollte unbedingt etwas bei ihrem Stand kaufen, hatte mir aber ihren Manga, der neu rauskommt, schon bestellt. Deswegen habe ich dann Merchandise geshoppt. Ja, unter anderem diesen super hübschen Block. Sehr, sehr cool. Habe mich sehr darüber gefreut. Und bei dem Stand von Anne Azusa, der Schreiberin von High Angle B-Side, habe ich dann auch noch zwei Blöcke mitgenommen. Und zwar diese beiden hier. Einmal zu High Angle B-Side und einmal zu As of Bike. Und zu As of Bike komme ich gleich auch nochmal, denn das ist ihr neues Buch. Und ja, eventuell habe ich das auch gekauft. Spoiler! Ja, wie eben schon gesagt, ich habe mir As of Bike gekauft. Und zwar ist das, die Story ist von Anna Azusa, die auch schon High Angle B-Side geschrieben hat. Und die Zeichnungen sind diesmal von Rifu. Ich glaube, man spricht es so aus, keine Ahnung. Ja, die Zeichnungen sind auf jeden Fall sehr, sehr cool. Hier ist auch ein so sehr schickes Lesezeichen drin, das ich sehr, sehr toll finde. Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht entscheiden, welchen der Charaktere ich bisher so am liebsten mag. Ich habe nämlich schon ein bisschen reingelesen, noch nicht fertig gelesen, aber reingelesen. Und die sind alle ganz, ganz genial geschrieben, muss ich sagen. Und kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Schaut auf jeden Fall bei den Mädels vorbei, die das gemacht haben. Ich werde unten was verlinken. Die haben, glaube ich, auch, dass sie es online verkaufen. Schaut da auf jeden Fall rein. Sehr, 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 sehr große Liebe dafür. Und ja, wie schon eben gesehen, habe ich mir ein Blöckchen zu As of Bike gekauft. Und es ist nicht nur bei einem Blöckchen geblieben. Ich bin an dem Stand dezent eskaliert, muss ich gestehen. Das ist einmal hier der Hauptcharakter.
Dann, ja, das sind übrigens Stickers. Stickers, sag ich schon. Sticker sind das und die sind relativ groß und aber auch relativ geil, muss ich gestehen. Den Koreaner finde ich ja besonders flauschig, muss ich sagen. Der ist so ganz, ganz niedlich. Wobei der Chinese eigentlich so vom Typ her genau mein Schema bedient. Ja, aber ich finde die alle irgendwie sehr, 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 sehr süß. So viel dann zu Ace of Bike. Ja, ich habe mir auch noch übrigens dort Kakaokarten mitgenommen. Die zeige ich euch jetzt auch noch ganz kurz, wenn ich sie rauskriege. Ja, ich wollte irgendwie alle bis auf eine und dann haben sie gesagt, die sind günstiger, wenn ich alle nehme und dann habe ich einfach alle genommen. Ich bin sehr leicht zu beeinflussen, was das angeht. Künstler haben es sehr leicht, mir Sachen aufzuschwatzen. Auf jeden Fall sind die mega cool, muss ich sagen. Ich finde den Stil einfach super cool mit diesem Grau und dann immer eine Farbe. Das ist echt genial. Wie gesagt, schaut auf jeden Fall in der Infobox vorbei. Dort werde ich die Facebook-Seiten oder irgendwie Shop-Link oder sowas verlinken. Irgendwas in der Art wird da auf jeden Fall zu finden sein. Dann habe ich ja eben schon mal einen Blog von Fiotin gezeigt, der Zeichnerin von Zocker. Und dann habe ich mir auch noch zwei kleine süße Sticker bei ihr gekauft. Und zwar diese beiden süßen, putzigen Kerlchen. Und ehrlich gesagt, beiße ich mir fast ein bisschen in den Hintern, dass ich nicht mehr davon gekauft habe. Denn die haben jeweils 1 € gekostet, aber ich hätte gerne welche zum Behalten und welche zum Benutzen gehabt. Und ich, Dumpfbacke, habe mir nicht noch mehr gekauft. Blöd. Auf jeden Fall hätte ich davon sehr, sehr gerne noch 1 oder 2 jeweils gehabt. Aber man kann nicht alles haben und ich habe mir bei ihr noch ein paar Postkarten geholt. Und zwar einmal diese hier. Die fand ich ganz besonders cool. Und die hier. Und das Cover von Zurück. Das war der erste Comic, den ich von ihr gelesen hatte und der mir sozusagen so nah gegangen ist, dass ich mich einfach in ihren Stil verliebt habe. Kann ich sehr empfehlen. Schaut auf jeden Fall mal bei ihr vorbei. Auch ihre Künstlerseite werde ich unten verlinken. Ich werde wieder gucken, dass ich alle Künstler zusammensuchen kann. Wenn ich einen nicht finde, dann tut es mir wirklich leid. Aber ich habe dieses Mal nicht bei allen Visitenkarten mitnehmen können, weil manche keine mehr hatten und so. Und ja, tut mir leid. Dann habe ich mir einen süßen Sticker gekauft. Den hier bei der lieben Miau. Und den habe ich eigentlich, gab es das hier auch als Anhänger. Und meine Freundin hatte sich da so rein verliebt, aber der Anhänger hat 8 € gekostet und ich wusste nicht, ob ich das jetzt noch locker machen kann. Und dann habe ich ihr einfach den Sticker gekauft und mir auch einen. Und ja, weil das Motiv einfach so putzig war. Und sie hat mir noch einen bei einer anderen Zeichnerin, deren Name ich leider gerade nicht weiß, geholt. Und zwar hatte die Sternzeichen-Sticker. Sie hat sich einen geholt von ihrem Sternzeichen und noch, ich glaube, einen Löwen. Und den hier hat sie mir mitgebracht. Ja, total süß. Fällt mir super gut. Eben habe ich ja schon vorgewarnt, dass ich auch bei Mikiko Poncheck ein paar Prints gekauft haben könnte. Ja, das habe ich getan. Es war das erste Mal, dass ich so live bei ihr einkaufen konnte und da bin ich dezent eskaliert und habe mir einmal dieses schöne Teil hier mitgenommen und diesen schönen Mann hier. Und weil es so schön ist, dann noch diese wunderschönen Männer und diese wunderschönen Männer und ja, auch noch diese wunderschönen Männer. Und weil ich dieses Motiv so unglaublich genial finde, habe ich es mir auch noch mal in groß gekauft, denn ich würde es mir gerne an die Wand hängen. Ja, ich habe bei der guten Mikiko Poncheck allein für Prinz und die beiden Blöckchen, ich glaube, 17 € oder so gelassen.
Sie hat mir einen kleinen Rabatt gegeben, das fand ich super süß von ihr. Sie hat einfach mal den Preis so ein bisschen abgerundet. Das fand ich echt super lieb von ihr und ja, hat sich aber auf jeden Fall gelohnt, denn ich wollte schon ewig mal bei ihr im Shop bestellen, hab's nie auf die Kette gekriegt und jetzt konnte ich bei ihr vor Ort einkaufen und habe gerne ein bisschen von meinem Animagic-Budget bei ihr gelassen. Und dann haben wir eigentlich nur noch die Sachen, die ich habe, signieren lassen. Und zwar habe ich, also das hier ist ein Lesezeichen von Lupus in Fabula. Das konnte man sich dort mitnehmen. Aber ich habe mir eben von Camineo eine Postkarte signieren lassen. Die hatten sonntags nämlich leider keine großen Signierkarten mehr. Was ich sehr, sehr schade fand. Shame on you, Carlson. Zu Melanie Schober habe ich es leider auch dieses Jahr nicht geschafft. Das hat mich auch sehr, sehr traurig gemacht. Ja, falls ich hinfahren sollte, vielleicht ist sie ja auf der Frankfurter Buchmesse, dann würde ich aber wahrscheinlich extra nur, um mir ein Autogramm zu holen, dahin fahren. Also mal gucken, weiß ich noch nicht. Dann hat ein Tokyopop leider die Shikishi von Jinzabo vergessen, was echt ärgerlich war. Eigentlich sollten die dann noch nachgeschickt werden, wurde uns freitags gesagt. Sonntags war dann klar, nee, das hat auch nicht geklappt. Und man konnte sich dann in so eine Liste eintragen lassen und dann hieß es, dass bis September sie einem das Shikishi wohl nachsenden werden, von Jin dann signiert. Aber sie hat so kleine süße Skizzen gemacht auf ihren Blog und da habe ich mir eben auch eine geben lassen. Ist ja auch mal was anderes. Ja, für Mia habe ich mich sehr, sehr gefreut und musste mir natürlich, natürlich für mich Camo-Fan auch eins von Banzabo holen. Die Shikishi waren halt da. Da hat sie mir auch einen kleinen Camo drauf gezeichnet. Sehr, sehr cool. Und die waren einfach super nett. Also Ban und Jin Sabo sind welche der nettesten Zeichner, die ich jemals vor mir sitzen hatte. Die waren einfach so super freundlich. Und ich habe auch am Sonntag noch für eine Freundin von den beiden Autogramme geholt und halt gesagt, dass sie leider nicht selber kommen konnte. Und die waren so süß und haben gesagt, oh, sag ihr liebe Grüße und oh, es ist aber lieb, dass du ihr was mitbringst und so. Und die waren echt super niedlich. Und weil ich nur das andere Goldfisch-Shikishi habe, das ganz am Anfang es eben gab, habe ich mir noch dieses hier signieren lassen von der lieben Nana Ja. Und da unten sind Otter und Mori drauf, die sich einen Schal teilen. Das ist so super süß. Ja, das fand ich eben super cool. Und musste ich mir auch dann direkt noch dieses Shikishi holen. Ja, leider kein Lin Okamoto, kein Jay und keine Melanie Schober. Sollte dieses Jahr leider nicht für mich drin sein. Aber ich bin ganz glücklich mit Jin und Banzabo und mit Nana Ya, also ich bin getröstet. Es ist okay. Und was man auch mitnehmen konnte, waren diese Trost-Chikishi For My German Fans von Brian Hilde in the Darkness von Lin Okamoto. Was ich ein bisschen seltsam fand, war, dass sie die dieses Mal nicht ausliegen hatten. Deswegen war ich auch erst verwirrt, ob sie überhaupt welche hatten, sondern man musste tatsächlich am Tokyopop-Stand danach fragen und dann hat man pro Person immer nur eins bekommen. Anscheinend wollen sie da sicher gehen, dass die Leute nicht wieder zuhauf welche mitnehmen und dann andere keins abbekommen und so, ja, habe ich eben mir auch eins geholt. Das war meine Animagic-Ausbeute. Bei den Künstlern, wie gesagt, habe ich ein bisschen zugelangt. Ansonsten so händlertechnisch und Bring-and-Buy-technisch war es eher so händlermäßig nur zwei, drei Sachen. Bring-and-Buy-technisch drei, vier Sachen. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich habe halt mehr Zeit mit Programm verbracht, als ich dieses Jahr wirklich krass geshoppt habe. Außerdem hatten sie einfach nicht so viel, was mich interessiert hat. Und manche Stände haben auch extrem übertriebene Preise verlangt. Also, um mal ein Beispiel zu nennen, das ist natürlich nur meine Meinung, ihr könnt eine andere haben.
wenn ihr die Preise gerechtfertigt findet, ist das auch in Ordnung. Aber um mal ein Beispiel zu nennen, der Stand von Rune, da wäre ich fast in Ohnmacht gefallen. Da habe ich dann echt ein bisschen gestutzt. Ich meine, klar, wenn man Sachen importiert, wenn man die dann wieder verkauft, man will da natürlich auch ein bisschen Gewinn dran machen, dann muss man noch so Sachen wie die Zollkosten und Versandkosten berücksichtigen. Das verstehe ich alles. Das ist alles kein Problem. Das habe ich alles im Kopf. Aber ich finde, für einen kleinen Anhänger, der im Original irgendwie 300-400 Yen gekostet hat, oder sagen wir mal 500 Yen, was grob geschätzt circa 5 Euro sind, da finde ich ehrlich gesagt, dass 16 Euro ein bisschen happig ist. Ja, also das ist, wie gesagt, nur meine persönliche Meinung. Ihr dürft gerne eine andere haben, aber da wollte ich dann persönlich halt auch nichts einkaufen, weil ich mir so dachte, nee, die Sachen kriege ich einfach deutlich günstiger, wenn ich sie mir woanders kaufe. Selbst wenn ich sie nicht direkt aus Japan kaufe, kriege ich sie woanders deutlich günstiger. Und ja, das war dann halt meine Konsequenz, dass ich dann mehr Geld bei den Künstlern gelassen habe. Ja, das war's, wie gesagt, mit meinem Haul und meinem Fazit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.